Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Feuerrot. Wir sind hier auf einer Wasserroute zwischen Fuchsania und den Seeschauminseln. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie die Route heißt. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich noch ein paar Trainer vor uns. Oder hatten wir die hier schon... Oh, waren wir mit denen schon fertig? Offensichtlich waren wir mit denen schon fertig. Wow. Uns geht's doch ganz gut. Hast du noch Elektroattacken? Ja, sieht gut aus. Gut, dann können wir uns ja den restlichen Abschnitt hier vornehmen. Ey, komm her. Komm her, komm her, komm her. Ah, komm zurück. Geht doch. Mit deinem Muschas. Dann nehmen wir mal Schockwelle. Ja, den hat es jetzt nicht so viel entgegenzusetzen. Und passend dazu ein Austausch. So. Hi. Und ein See war weniger auf dieser Welt. Und da hat er noch eins von. Alter, hat jetzt 4 Seepas oder was? Wahrscheinlich so 3 Seepa, ein Seemon. Uff, das wird ja spannend. Oh. Setzt er schon seinen Seemon an oder hat er 2 Seemons? Ich meine, ich beschwöre mich nicht, gibt immer ein paar LP mehr, ne? So ist es ja nicht. Nein, er hat tatsächlich 3 Seepa und einen Seemon. Mann, da habe ich ja gut geraten. So. Ah, also irgendwie hat das kaum EP gegeben, oder? War jetzt nicht so EP-technisch der Burner. Alter, was hat die denn mit ihrem Fuß gemacht? Ist sie irgendwie umgeknickt? Das sieht sehr ungesund aus. Aber sie hat auch einen Seemon. Ist das hier jetzt das neue Kult-Pokémon oder was? Und noch ein Seepa. Meine Güte, das wird ja überhaupt nicht eintönig. Alter, da gibt es schon so viele Wasser-Pokémon. Und dann sind da einfach mal so 2 Trainer direkt nebeneinander, die fast die gleichen Pokémon haben. Typisch Kanto. Oh, kein Schutz mehr. Ne, das müssen wir ändern. Ich möchte nicht von wilden Tentara angegriffen werden. Oh, da sind wir schon bei den Seeschauminseln. Hi, willst du kämpfen? Oh, nee. Starke Trainer und Wasserpokémon sind hier verbreitet. Man sagt, dass Misty aus der Arena von Azure City hier häufig trainiert. Also, dann hat sie mit ihrem kleinen Starmie auf Level 21 aber ganz schön Probleme. Muss ich extra einen Schritt ins Wasser springen, damit ich mit ihr da kämpfen kann. So unglücklich.
und dann hat die auch nur einen Gold King. Aber das sind immer noch 35. So. Und Level 47 für Tigerauge. Perfekt. Nicht erlernen. Brauchen wir nicht. Kann weg. Blitzer ist so schon ein schnelles Pokémon. Da muss es nicht noch schneller werden. Und damit hinein in die Seeschauminseln. Ah ja, wir haben ja diese wunderbaren Felsen, die in die Löcher geschmissen werden, damit wir die Strömung beeinflussen können. Damit wir hier durchkommen. Deswegen skippe ich die Seeschauminsel meistens. Oh, ein Eisheiler. Wozu die Leiter nehmen, wenn man sich auch so hinterher schubsen kann? So, dann wieder zur anderen Seite rüber. Dann schmeißen wir uns durch das Loch und dann können wir da den Felsen auch verschieben. Erstmal den Superschutz aufbrauchen. So, die hätten wir. Gibt es hier noch Items? Ja. Ein Beleber. Oh, hier hätten wir eh hingemüsst. Na, das passt dann ja. So, was haben wir hier? Ein Ausgang. Ach, von hier kamen wir. Ich bin auch ein Dödel. Gehen wir denn hier lang? Oh, eine Riesenperle. Lohnt sich. Und ein Wasserstein. Also, schätze technisch lohnt sich das hier. Schätze, das lohnt sich für die Schätze. Oh, ein Felsen haben wir vergessen. Noch sind wir nicht so weit. Hyperball. Da geht's wieder hoch. Da geht's nochmal hoch. Ach, da ist er ja. So, da können wir uns auch eigentlich schon perfekt reinstoßen. Jetzt können wir tatsächlich sagen, wir haben die Strömung aufgehalten und können uns hier frei bewegen. Das ist ziemlich cool. Und wenn wir das Rätsel hier unten machen, können wir die Steine bei Arktos bewegen, dass wir Arktos fangen können. Aber ich fange hier keine Legendär-Pokémon mehr. Das dauert mir zu lange. Ich glaube, niemand hat Lust auf eine Folge, wo ich die ganze Zeit nur Bälle werfe. Noch Item? Gut. Dann hätten wir das auch hinter uns. Und seien wir doch mal ehrlich, ein Arktos zu fangen ist heutzutage doch auch nichts mehr Besonderes. Ich glaube, wir haben auch nicht mal Pokebälle dafür dabei. Soll ich mal gucken, was wir so an Bällen haben. Wie gesagt, ich lasse es die Community entscheiden, ob ihr wollt, dass wir hier alle Pokémon, also alle legendären Pokémon fangen. Was haben die hier eigentlich alle Sepa, ne? Das ist echt unglaublich.
So, ich würde sagen, Tigerauge macht mal Pause und wir lassen Alio ein bisschen trainieren. Dann kannst du die Route hier machen. So viele sind hier auch, glaube ich, gar nicht. Aber hier sind Vogelfänger auf der Route. Für die Vogelfänger können wir Milady nach vorne nehmen. So viele sind das ja auch nicht. Weil der Typ hier, der ist ja derzeit echt voraus. Seinen Vogel-Pokémon hat ihn auf eine Route gebracht. In Generation 3. Muss ja ein klasse Flug-Pokémon sein. Und 43. Oh, Kraftkoloss. Nein, danke, wir haben einen Durchbruch. Und ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen die bessere Alternative zu Kraftkoloss. Und noch ein Taboga. Tja, Pech, wir haben Gifton, nicht, dass es eine Rolle spielt. So, dann kann Alium wieder nach oben und ein bisschen leveln. Schon seltsam, dass der Oberwolf Sprite von ihr grüne Haare hat, die hier im Kampf aber blond ist. Ich weiß auch nicht, wo sie hin will mit ihrer Haarfarbe. Es ist so eine Stimmungshaarfarbe. Wenigstens hat sie andere Pokémon und keine Sepa. Gut, dass Pflanzenattacken hier generell speziell sind. Außer es haben eine recht gute Verteidigung. Und Rasierblatt wäre physisch. Weil auf der anderen Seite, wenn Rasierblatt physisch wäre, hätten wir es gar nicht mehr. Guten Tag. Oh, ein Stern, du. Ach, ich hätte auch gerne einen Stern im Team gehabt, aber wir können den Feuerrot ja keins fangen. Da ist eine Picknickerin. Das ist keine Flugtrainerin. Also von daher. Die hat sich extra an Land gestellt, um mit ihrem Goldini zu kämpfen. Wie nett von ihr. Und das war sie auch schon. Das ging ganz schön schnell. Na, leider sind diese Trainingsrouten immer so unspektakulär, weil wir eigentlich nur einen Trainer nach dem anderen auseinandernehmen. Aber das muss auch alles sein. Stellt euch mal vor, ich würde die 10 Trainer dodgen, dann wären wir bei der Pokémon-Liga total
hochgelevelt. Jetzt haben wir wenigstens noch eine Chance, dass wir einigermaßen auf das Level der Pokémon-Digger kommen. Ich meine, unterlevelt werden wir da gegen Ende dann auch sein, weil die Kanto-Liga ziemlich schnell ansteigt im Level. Natürlich triffst du nicht. Das fängt irgendwie bei, ich glaube, 56 an und endet bei 64. Oder fängt sich sogar bei 52 an, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls so Anfang 50 bis Mitte 60. So. Und da wären wir schon auf der Zinnoberinsel. Meine Güte, das ging fix. Ich dachte, wir wären länger unterwegs. Ich dachte wirklich, wir hängen da jetzt einen ganzen Part dran. Ah, was haben wir so an Bälle? Ja gut, mit 8 Hyperbällen kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Aber hey, wenn wir hier sind, können wir schon mal unser Fossil entwickeln. Das können wir hier machen im Labor. Ich kann ja nicht laufen. Hallo, ich leite hier die Forschung. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, ich habe sogar zwei. Oh, es ist ein Dom-Fossil. Es ist ein Fossil von Kabuto, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Wiederbeleben bitte zusammen. Oder wiederbeleben? Keine Ahnung. Jedenfalls ja. Gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Es wird einige Zeit dauern. Komm auch später wieder. Ich glaube, man kann einfach aus dem Gebäude rausgehen und wieder reingehen, dann ist es schon entwickelt. Blöd ist halt wirklich nur, man kann hier im Gebäude nicht laufen. Man kann nur gehen. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Kabuto, ganz wie ich es vermutet habe. Dankeschön. Kein Spitznamen für dich. Und dann können wir noch Aerodactyl abgeben. Meiner Meinung nach ist der Aerodactyl immer noch das beste Fossil oder das beste Flug-Pokémon. Aber dadurch, dass es aus dem Fossil kommt, kriegt man es halt zu spät. Wäre man irgendwie so in der Lage, das so in Prismaia, so frisch nach dem Felstunnel wieder zu beleben, wäre es besser. So, jetzt Aerodactyl bitte. Dankeschön. Mal sehen, was sagen denn die Pokédex-Einträge dazu. Dürfte ziemlich weit hinten sein. Da. Kabuto, das Panzertier-Pokémon. Dieses Pokémon wurde aus dem Fossil einer altertümlichen Kreatur geschaffen. Er schützt sich mittels seines harten Panzers. Alles klar. Und... Oh. Aerodactyl. Aerodactyl, das Fossil-Pokémon. In Bernstein eingeschlossenes genetisches Material eines Dinosauriers war der Ursprung dieses Pokémon. Beim Fliegen schreit es schrill. Moment. Da steht wirklich Dinosaurier. Zu Zeiten von der Feuerroten gab es scheinbar Dinosaurier in der Pokémon-Welt. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Alles klar, Arena. Here we come. Die Tür ist verschlossen. Ja, das ist aber blöd. Da müssen wir uns die Schütze aus dem Pokémon-Haus holen. So, ein Schutz drauf. Ich würde sagen, wir nehmen Avalon nach vorne, weil ich das in der Arena eh einsetzen möchte. Hier kann man wenigstens rennen.
Hallo, willst du nicht kämpfen? Gut, ich dachte schon, du willst nicht. Das ist ja gerade was für ein Satz. Wir hätten auch Milady einsetzen können. Aber gut, dass wir jetzt speziell angreifen. Diese ganzen Retter würden unseren Gunship ganz schön in den Angriff ganz schön in den Keller bedrohen. Das sind auch so typische Teenager-Pokémon, ne? So, da liegt noch ein Item. Ein Fluchtseil namentlich. Oh, hier liegt noch ein Item. Ein Protein. Wow, aber ich glaube, das können wir niemandem mehr geben, ne? Wir sind, glaube ich, so was das angeht, schon ausgemaxt. Hey, kann es tatsächlich noch gebrauchen. Sehr schön. Aber ich packe mir Lady mal nach vorne. Die muss man echt ein bisschen aufholen. Oh, ich will. Nein, ich will nicht. Ist hier noch was? Ja. Hinter der verschlossenen Tür dürfte der Ausgang sein. Meine Güte. Hi. Junge, du musst nur einfach die Treppe nehmen und dann rausgehen. Das ist da gleich direkt. Wo hast du das denn geklaut? Naja, machen wir es weg. Oh, Text. Der feine Herr. Ah, mit Lady könnten wir in der Arena eigentlich auch ganz gut einsetzen. Oh, kein Schutz mehr. Da liegt was Süßes. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Wir haben ein neues Pokémon entdeckt? Offensichtlich. So, noch ein bisschen Verteidigung für dich. Spezialverteidigung sogar. Fünfter Juli. Der Dschungel im Niemalsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Und das haben sie Mew genannt. Oh, das kannst du gar nicht betragen. So, dann haben wir die Etage auch durch. Nehmen wir mal, wir müssen den Schalter aktivieren. Wo ist er hier hin? Oh, hier ist noch was. 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Weil irgendwie, naja, Mewtwo ein Genmutant ist und hier scheinbar irgendwie geboren wird. Lebe wohl, Monona, war nett mit dir.
Und wieder ist der Schutz alle. Ach. Hatten wir nicht noch Topschutz? Da ist er. Hält er mal ein bisschen länger. Haben wir jetzt die... Den Schalter hatten wir aktiviert, ne? Ja, gut. Dann gibt es hier noch ein Item. Oh, ein Eisen. Meine Güte, Statbooster gibt es ja aber echt gut. So. Ja, den Schalter sollten wir vielleicht aktivieren. Hi. Mein Mentor lebt einst hier. Meiner nicht. Nehmen wir Durchbruch. Sparen wir uns die Runde. Und Level 44. Nur ein Magneton. Warum bin ich so erstaunt? Das ist nichts Besonderes. Der sollte ja nicht nur Magneton haben. Voltoball. Passt voll gut zusammen. Oh, hier ist noch eine Treppe. Und ein KP Plus, meine Güte. Hier ist ja irgendwie jedes zweite Item ist ein Stat-Booster. Ist ja echt unglaublich. Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Welches war jetzt der richtige? Also man kann sich hier runterfallen lassen, aber ich weiß nicht mehr, welches richtige. Ich nehme einfach mal den hier. Verdammt, das war der falsche. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Ich wusste, dass es der größere war. Nächstes Mal sollte ich auf meine Intuition hören. So, den muss man jetzt wieder anmachen. Gott, ich wusste das auch mal auswendig. So, hier geht's runter. So, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns hier den Rest angucken. Und dann geht's auch schon weiter in die Arena von der Zinnoberinsel. Dann haben wir schon 7 Orden und dann sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter. Also hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleibt gesund und einen wunderschönen Tag noch. Bis dahin. Schnauze, Vokado, wir cutten jetzt. Bis dahin und ciao.